Moin moin Freunde der souligen, searchlastigen und bloodbornigen Unterhaltung. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Ja, nach Ewigkeiten der Suche habe ich endlich mal einen Boss wiedergefunden. Und damit die dritte Kugel gleich dann hoffentlich aktiviert. Spitze genommen, auch nicht schlecht. So sieht's aus, wenn man zum Abschluss nochmal abkackt. Dann kann aus einem sicheren Kampf ein ganz knappes Ding werden. Okay. Was haben wir denn da für eine Drohne? Oh dear. I say, what a physique. I know all who traipse these parts. And you, my friend, are a new face. But whom does that bold face belong to? Silent of tongue? How odd. No stranger than most, I suppose. I am Golan, guardian of the Nexus of Vigil. I am Prime. You, however, are not. How is it so? In this time of the end, that someone such as yourself wanders the realm, and not a moment to spare. My orb was violated in the most crude of ways. Perhaps you can lay hands on my sphere and remedy its ailment. I see the culprit's face clear as day, yet I cannot put name to it. Go. The orb awaits you. Why do you linger? With grace and dignity, I took on the role of watcher of this orb. Come. Do not fear. Approach it. Go, rub my sphere. Delight in its orb. Go, rub my sphere. What strange behavior. Kann ich wieder nicht benutzen. Die Rabenklaue. Das Ding auch nicht. Ich hab nicht. Doch, doch, das kann ich benutzen, glaube ich. Okay. Da geht's noch weiter gleich. Schlecht, schlecht. Ach so, nicht mehr, sondern meine, stimmt. Gute Verbindung 3.
würde gerne nochmal aufleveln. Ein paar Bits. Achso. Carry necessary information. You must bring it back to the monolith. Make haste. The human saw the Nexus as a link to the gods. They were always a problem for us. But who can fault them? Simple minds turn to divinity when encountering questions they cannot answer. Okay. Schau mal kurz. Aspekte habe ich auch. Überzeugt mich nicht. Waffen. Die hätte ich aufgelevelt und meinen... Ja, den auch. Die ist auf Max, okay. Da noch irgendwas machen? Nein, falsch. Aufwerten, genau. Auch nicht. Die vielleicht noch? Auch nicht. Schade, schade. Ja, soweit so gut erstmal, beziehungsweise ich kann hier nochmal weitergehen ein Stück. War noch ein bisschen Aufnahmezeit. Und dafür, Jungs. Die freundlich gestimmt? Ich glaube nicht. Das Nachladen, das macht mich echt kirre, du. Zu lange hinten ran zu kommen, aber so. Okay, oben mal wieder einer. Dann lösche ich wohl erstmal aus. Oder trifft er mich hier? Mann mal, okay. Übersehen, weil er ist hochgeflitzt. Das geht mal ganz schnell. Dass man hier einfach mal ein paar wichtige Sachen übersieht. Glaub nicht. Ja, das Spiel ist fordernd bis zuletzt. Das ist OP, warum habe ich auch noch nicht, leider. Ich muss echt ganz schön mühevoll hier immer meine... Ich bin gespannt, wo ich hier rauskomme. Oh, was ist das denn für einer?
doch schon wieder was. Hoffentlich kriege ich die Tür auf. Nice. Ja. Schüsse. Mit der Wumme. Ob die vielleicht besser ist? Oh ja. Eng hier wieder so. Okay, mach was, mein Freund. Das ist echt übel eng hier so. Machen wir irgendwo mal Platz hier? Ne, das ist egal, egal wo ich hingehe. Mach ich dich später. Wenn ich schon Platz habe. So, ich glaube, hier können wir kämpfen. Nee, noch nicht. Jetzt mal alleine. Gott, die ist überhaupt nicht geeignet für ihn. Diese Waffe ist null geeignet. Öffnen, okay. Das ist erbärmlich wenig. Uiuiui. Das ist wirklich. Habe ich auch noch 4 Schuss drin, ne? Ich würde ihn gerne auslöschen. Was haben wir hier noch? Die, wo wir. Ich glaube, die macht auch noch. Die ist noch gar nicht aufgelevelt, oder? Gucken wir mal. Oh, doch. Nicht schlecht. Ist zwar nicht aufgelevelt, aber macht. So, stirb. Nicht schlecht, die Waffe. Was brauche ich hier schon wieder? Serium. Und ein Skarabäus-Protokoll. Jo, keine Ahnung, wo das sein soll. Ich bilde mir ein zu sagen, ich habe das Spiel gründlich gespielt, aber wohl nicht gründlich genug. Vor so einem krakenartigen Schloss stand ich schon mal. Da fehlt auch der Skarabäus, ja. Ui. Mensch, hat das Ding nicht, okay. Die ist wiederum nicht geeignet, aber ist nicht so schlimm. Hoch. Ja, was soll ich den erst abziehen? Dass er mich von oben beschießt. Meine Muni wird langsam immer knapper. Das Problem werdet ihr haben hier.
Muni ist hier wirklich ein... Oh, alles voll. Ich muss weg. Manometer, ey. Lass mich da mal durch. Bitte, bitte, bitte. Na klar. Es dauert alles lange. Es dauert alles zu lange in diesem Spiel. Sich zu heilen, das ist alles heftig knapp durch. So. Keine Heilung mehr. Kaum noch Muni. Ich muss ein Pflaster, aber kommt einer. Kleines Munitionspaket auf jeden Fall. Natürlich, man sollte schon nachladen. Macht Sinn, nachzuladen, ja. Okay, okay, okay. Nehmen wir doch den einfacheren Weg. Ich muss sehen, dass ich langsam mal einen Speicherpunkt finde. Oh, was ist das denn schon wieder aus dem Nichts, du? Nicht der einfachere Weg zu sein, vielleicht. Puh. Achso, ich glaube, ich habe mal irgendwie ein Pflaster gefunden. Ich kann mich jetzt einmal heilen. Von denen, ich glaub's nicht. Okay. Oben steht schon wieder so eine miese Zecke. Okay. Oh, bitte, bitte. Ich würde gerne mal einen Speicherpunkt finden. Noch eine Tür, okay. Wow. Ja, klar. Ist denn Weihnachten schon wieder? Sonst großer... Ah, schade. Keine Heilung drin. Mir fehlen mir noch 6-4, okay. Wie ein Idol, okay. Aha, Speedrunner, schnell, schnell auf! Nice, bis hier, das passt ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Achso, ich bin wieder am Anfang, glaube ich. Warte mal. Warte mal, da vorne sitzt doch der People. Oder saß der mal? Ja, ja, ich bin wieder am Anfang. Alles klar, super, das war eine mega Abkürzung. Gut, dann level ich nochmal auf. Attribute. Ja. Und ich soll jetzt zurück zum Monolithen. Das heißt, ich muss zurück zum Nexus.
Das heißt, den Weg kenne ich jetzt. Soweit ist es nicht. Ja, soweit so gut erstmal. Ich gucke mal kurz, was ich noch leveln kann. Joa, Nachladegeschwindigkeit. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit von Fernkampfwaffen. Ach so. Deswegen wundere ich mich. Ich habe wahrscheinlich gar keine Fernkampfwaffen. Also zumindest die MP zählt dann nicht als Fernkampfwaffe. Ja, schlecht, wenn man nicht in Shootern bewandert ist, so richtig. Okay, dann bringt mir das jetzt nicht so viel. Ja, das wäre natürlich gut. Kritischen Treffer habe ich auch beim Boss da ein paar Mal hinbekommen. Wenn ich dort einen Schadensbonus bekäme. Ja, machen wir das. Ja, soweit so gut. Das war ein weiterer Einblick in Immortal Unchained. Es neigt sich dem Ende zu, das Spiel. Mein Eindruck wird besser langsam. Also wenn ihr erstmal ein paar, also wenn ihr zu, vor allen Dingen die vierte Spritze habt, macht das deutlich mehr Fun. Also so viel sei schon mal gesagt. Aber ansonsten ist es wirklich nervig. Ich bin das ein oder andere Mal auch umgekehrt, weil ich am Anfang ein paar Fehler gemacht habe. Weil ich es ja gründlich spielen wollte, weil ich fast jeden Gegner töten wollte. Beziehungsweise, wenn ihr es nicht macht, die verfolgen euch wirklich durch die Levels. Also es bringt euch nicht viel, an denen vorbeizulaufen und zu hoffen, dass irgendwann die KI von euch ablässt. Das macht sie, aber ihr müsst ja echt ganz, ganz weite Strecken laufen. Dann erst wenden so manche KIs sich von euch ab. Ansonsten verfolgen sie euch Ewigkeiten. Und das ist wirklich hinderlich, wenn ihr es gründlich, auch mal hinter Buschen gucken wollt, gründlich durchstöbern wollt, das Spiel. Ja. Der Eindruck ist besser geworden, auf jeden Fall. Also von... Es ist wirklich ein befriedigender Titel. Nicht mehr, nicht weniger bisher. Ich mache das nachher wirklich Laune, wenn ihr... Waffen gibt es ja genug, die tollen Waffen auch mal nutzen könnt. Gut, dann seid ihr aber wiederum völlig OP wahrscheinlich. Und... So ist es an einer spannenden Grenze noch für mich. Also ich muss höllisch aufpassen, was läuft, was geht. Und es soll ja auch optionale Bosse geben, die sonst besonders in sich haben, laut Entwickler. Vielleicht schäle ich von denen auch noch was rein. Also ich nähere mich ja jetzt dem Ende. Die dritte Kugel wird dann aktiviert sein im Monolithen. Und dann gibt es wohl nochmal so einen krassen Megaboss. Dann weiß ich auch, ob es New Game Plus gibt oder nicht. Oder ob man denn in dieser Welt bleiben muss. Und ja, keine Ahnung. Die entsprechenden... Ja, Sachen auch, Schlüssel auch. Und ich stand auch einmal vor so einem riesigen Tor, das für mich nicht begehbar war. Irgendwie Tor des Wanderers oder sowas. Ja, ich bin gespannt. Bye, bye und auf Wiedersehen.